Hallo und herzlich willkommen zurück beim digitalen Wissenswerk zu unserer kleinen Reihe über das Nutzen von Formatvorlagen in LibreOffice. In der ersten Folge haben wir uns beschäftigt mit dem Prinzip von Formatvorlagen, den Formatvorlagen für Textkörper und für Überschriften, der automatischen Nummerierung von Überschriften und so ganz, ganz grundlegenden Formatierungen. Heute geht's um ein paar etwas nuanciertere typografische Feinheiten und um so einige Komfortfunktionen, die man mit Formatvorlagen nutzen kann, wie automatische Seitenzahlen, Kopfzeilen und eben auch ein automatisch generiertes Inhaltsverzeichnis. Legen wir los. Wir sind jetzt hier an einer Stelle in dem Dokument, das wir in der letzten Folge schon uns angeschaut hatten. Und hier seht ihr gleich ein Problem, das in ganz, ganz vielen Arbeiten irgendwo auftaucht, dass hier so eine Zeile ganz alleine auf der Seite steht. Die gehört eigentlich zu dem Absatz darunter auf der nächsten Seite, aber hier schwebt die irgendwie so alleine im freien Raum und das ist was, was nicht schön ist, was sich aber ganz, ganz leicht anpassen lässt und auch wirklich mit in jedem Dokument eigentlich eine der ersten Sachen sein sollte, die ihr macht. Einfach im Textkörper auf Ändern. Da waren wir letztes Mal schon, dann haben wir hier das Feld Textfluss, das wir auswählen und hier die Schusterjungen und die Hurenkinder. Etwas martialische Begriffe, die noch aus der ganz klassischen Schriftsetzersprache kommen. Da hat man jetzt so ein bisschen Geschmacksfrage, wie viele Zeilen minimal so zusammenhängen sollen. Also wann der hier dafür sorgen soll, dass die sozusagen verschwindet, diese alleinstehende Zeile. Ich stelle da immer 3 ein, aber man kann auch 2 einstellen. Klicke ich hier auf OK, so markieren und die Anzahl an Zeilen einstellen auf OK. Und ihr seht, das rutscht automatisch hier runter. Das war schon mal ganz gut. Jetzt fällt aber gleich das nächste Problem auf. Hier oben ist irgendwie so eine Kapitelüberschrift, die so ganz alleine steht, was sie eigentlich auch nicht soll. Und hier kommt jetzt auch eine Sache nochmal auf, die ich in der letzten Folge schon mal erwähnt habe, nämlich dieses Phänomen der leeren Zeilen, um irgendwie Abstände zu machen, wo ich gesagt habe, das sollte man eher nicht tun. Hier merkt man warum. Weil wenn ich jetzt mir anschaue, die Überschrift 2, die Formatvorlage, da sehe ich eigentlich schon, dass die mit dem folgenden Absatz zusammengehalten werden soll. Also da sollte eigentlich kein Seitenumbruch möglich sein zwischen diesen beiden, weil diese Überschrift eben mit dem Absatz zusammengehalten wird. Diese leere Zeile, die wir hier haben, zählt aber als ein Absatz. Das heißt, das Programm denkt, ich muss die Überschrift mit dieser leeren Zeile zusammenhalten, was natürlich völliger Blödsinn ist, weil ich will sie mit diesem Absatz zusammenhalten. Das heißt, wenn ich diese Zeile jetzt lösche, ist die Anpassung jetzt gemacht, der nimmt die aus irgendeinem Grund nicht automatisch vor. Da gehe ich dann einmal nochmal kurz in die Überschrift rein, klicke das einmal weg und klicke es wieder hin und dann übernimmt er das. So, da habt ihr jetzt einmal gesehen, warum so leere Zeilen, wie ihr sie jetzt hier auch wieder seht, da ist kein Text drin, einfach irritieren. Und jetzt, huch, was ist passiert? Ich habe nur diese Zeile gelöscht. Und auf einmal war genug Platz für die Überschrift und die 3 Zeilen, weil das Programm eben sicherstellt, dass die zusammengehalten werden. So. Falls ihr so leere Zeilen finden wollt, gibt es diese wunderbare Ansicht, sozusagen der Steuerzeichen. Wenn man die anmacht, sieht man erstmal, dass jedes Leerzeichen durch einen kleinen Punkt ersetzt wird und jedes Absatzende durch so ein Absatzzeichen. Das mag beim normalen Schreiben eher irritieren, mich auch, aber man sieht eben, wo so leere Zeilen sind. Und man sieht auf einmal auch, wo ein Absatz ist, mit dem man vielleicht nicht rechnet und der eure Formatierung durcheinander bringt. Das ist hier zum Beispiel auch wieder, hier ist so eine leere Zeile, die kann ich rauslöschen. Und hier auch. Da hätten wir auch wieder genau das Problem mit dem Zusammenhalten gekriegt, deswegen lösche ich die hier raus. Und mit dieser Steuerzeichenansicht, die ihr jetzt hier findet, oder eben unter Ansicht Steuerzeichen, findet ihr diese leeren Stellen, weil die eben diese unsichtbaren Zeichen, Leerzeichen und Absatzenden und so weiter sichtbar macht. Die kann man danach wieder ausschalten, wenn man sie nicht mehr braucht. Aber so habt ihr das einfach gesehen. So, das waren jetzt noch so ein paar typografische Nuancen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie man so eine richtig schöne Kopfzeile gestaltet, in der eine Seitenzahl auftaucht und in der sogar der Titel des aktuellen Kapitels auftaucht. Auch da helfen uns Formatvorlagen wieder vorwärts und rückwärts. Wir können jetzt hier auf Einfügen gehen. Haben wir hier Kopfzeile, Standard. Da kann man dann verschiedene Formate noch für Kopfzeilen definieren. Das interessiert uns gerade nicht. Wir klicken auf Kopfzeile Standard.
und sehen jetzt, wir sind hier oben irgendwie in so einer Art Kopfzeile. Wir sehen auch hier, aha, da ist irgendwie eine Formatvorlage Kopfzeile aktiv. Und da wollen wir jetzt erstmal die Seitenzahl einfügen. Da haben wir auch wieder Einfügen, Feldbefehl. Ein paar Feldbefehle haben wir hier direkt gesagt. Da nehmen wir natürlich die Seitennummer. So, und jetzt scrollen wir einfach mal durch das Dokument und wir sehen Seite 1, Seite 2, Seite 3 und so weiter und so fort. Haben wir nichts machen müssen, hat das Programm komplett für uns übernommen. Man kann jetzt natürlich das auch vom Format her ändern. Ich kann das anders positionieren. Das ist jetzt linksbündig. Ich könnte zum Beispiel die Seitenzahl im Zentrum haben wollen. Dafür nutze ich oben links die Taste Tab. Da drücke ich einmal drauf. Jetzt habe ich die in der Mitte stehen. Ich kann sie auch rechtsbündig haben. Dann sehe ich das so. Und wenn ich die Steuerzeichen anmache, dann seht ihr auch wieder hier diese kleinen Zeichen. Diese Pfeile hier, die symbolisieren einen Tab. Das ist sozusagen so ein Sprung. Und in Kopfzeilen springt ihr halt von links zur Mitte nach rechts. Das ist eine Sache, die solltet ihr relativ häufig nutzen. An der Stelle haben wir jetzt erstmal tatsächlich die Seitenzahl. Wir wandern aber nochmal kurz zurück. Die habe ich jetzt rausgelöscht aus irgendeinem Grund. Deswegen wieder einfügen, Feldbefehl, Seitennummer. So, und ihr könnt eben auch jetzt hier in der Kopfzeile ändern, zum Beispiel die Schriftart anpassen. Gucken wir mal, was wir hier für eine Schriftart haben. Wir haben hier noch die Times, die haben wir sonst nirgendwo mehr. Dann nehmen wir doch besser mal, na, nicht Georgia, sondern die Calibri, die wir auch in den Überschriften haben. Können wir da auswählen, vielleicht auch etwas kleiner als 12 in 11. Und jetzt seht ihr, hat sich das hier automatisch angepasst. So, was wir jetzt noch machen wollen, wir wollen noch den Titel des aktuellen Kapitels da oben einfügen. Dafür sind wir jetzt hier ganz links, gehen auf Einfügen, Feldbefehl, gucken mal durch, Seitennummer, Gesamtzahl, Datum, Uhrzeit, Titel, das ist der Titel der Arbeit, Autor ist der Autor der Arbeit, Thema, das wollen wir auch nicht, weitere Felder. So, ach, und jetzt haben wir natürlich Glück gehabt, weil hier haben wir gleich vor ausgewählt Kapitel. Wir können jetzt Kapitelname, dann können wir uns noch die Ebene aussuchen. Ich bin da meistens so der, hab da meistens die zweite Ebene drin stehen, weil die erste, die Kapitel sind oft zu groß. Bei einer Hausarbeit kann man auch wahrscheinlich tatsächlich die erste Ebene nehmen. Fügen wir den Kapitelnamen ein. Seht ihr schon, es steht hier auf einmal das zweite Kapitel. Jetzt haben wir wieder die Seitenzahl überschrieben. Das können wir mit Feldbefehl Seitennummer wieder einfügen. Das zweite Kapitel 4, das sieht jetzt noch nicht schön aus. Deswegen springen wir hier zwischen und mit Tab, das was ich euch gerade erklärt habe, packen wir die Seitennummer nach rechts. Das zweite Kapitel ist hier. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt wollen wir vielleicht noch die Kapitelnummer davor haben. Also einfügen, Feldbefehl, weitere Felder, Kapitelnummer, einfügen. So, jetzt haben wir schon zwei, das zweite Kapitel. Jetzt wäre vielleicht auch ein Leerzeichen dazwischen schön, das können wir manuell machen. Und jetzt haben wir hier auf einmal in der Kopfzeile stehen zwei, das zweite Kapitel, Seite 4. Können der Kopfzeile jetzt noch über Kopfzeile und wieder ändern und dann Umrandung. Können wir ihr noch einen unteren Rand verpassen, ein dünner schwarzer Streifen. Und wenn ihr das jetzt seht, das zweite Kapitel 4, so weiß der Leser einfach immer, wenn er auf eine neue Seite aufschlägt, schon gleich wieder, auf welchem Kapitel er an der Stelle ist. Jetzt fängt das dritte Kapitel an und huch, hier steht in der Kopfzeile auch automatisch und korrekt 3, das dritte Kapitel. Wir haben die Seitenzahlen und so sieht die Arbeit schon viel, viel schöner aus, viel, viel professioneller aus, als alles, was man irgendwie mit manuellem Hingefrickel machen kann. Und jede Änderung, jede Verschiebung, Hinzufügen von Seiten, Rauslöschen von Seiten, wenn der Text länger wird. Es wird immer einfach automatisch hinzugefügt. Ihr müsst euch keine Gedanken drüber machen. Wir können das hier unten uns einmal anschauen. Wenn ich den Text hier nehme, ein bisschen längeren. Ihr seht jetzt hier ist Seite 17. Jetzt füge ich einfach eine Seite weiter an. Dann haben wir hier Seite 18 und auch da ist die Kopfzeile wieder. Also ganz simpel, ganz banal. Ihr müsst euch da keine Gedanken mehr machen. Kommen wir jetzt noch zum Inhaltsverzeichnis. Ich sorge hier mal kurz dafür, manueller Umbruch, Seitenumbruch, dass ich hier auf einer neuen Seite bin. Und jetzt will ich noch ein Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnisse sind auch, wenn man sie manuell macht, einfach immer eine Qual, weil man jede Veränderung nachträglich noch anpassen muss. Man sich garantiert irgendwo vertippt, verzählt, verirgendwas. Und auch das kann man tatsächlich einfach hier von LibreOffice sich übernehmen lassen. Ich gehe einfach an die Stelle, wo ich das eingefügt haben will. Hier dann auf Einfügen,
Verzeichnisse. Verzeichnisse, warum diese Doppelung, weiß ich auch nicht. Kriege dann wieder so ein schönes Feld hier. Habe hier dann schon gleich Titel und Typ, Inhaltsverzeichnis, das ist gut. Geschützt vor manuellen Änderungen, das kann man ruhig wegmachen. Man sollte sich nur sehr bewusst sein, wenn man manuelle Änderungen nimmt. Und kann dann eben Verzeichnis erstellen für das komplette Dokument. Auswerten bis Ebene 10. Da kann man dann gucken, wie detailliert soll das Inhaltsverzeichnis werden. Will ich nur Kapitel und Unterkapitel haben? Oder wenn mein Dokument so aufwendig ist, will ich tatsächlich noch Ebene runtergehen? Wir haben jetzt eh nur zwei Ebenen, deswegen kann ich das hier bei 10 lassen. Hier unten, das könnt ihr euch auch erstmal sparen. Machen wir das erstmal auf. Und zack, habt ihr ein komplettes Inhaltsverzeichnis. Das ist jetzt noch nicht unbedingt schön. Da muss man noch ein bisschen dran rumformatieren. Ich kann zum Beispiel auch erstmal wieder die Schriftart ändern. Ihr seht, ich bin in dem Verzeichnis. Das ist Inhaltsverzeichnis 2, die Formatvorlage. Ich gehe dann aber einfach hier oben auf die Überkategorie Verzeichnis, ändern, Schrift und wähle auch hier Kalibri aus. Auch hier wieder die Schriftgröße 11. Hier auf OK. Hat sich schon mal wieder alles angepasst. Jetzt will ich vielleicht noch so ein bisschen Abstände haben hier mit diesem zweiten Unterkapitel zu der Überkapitel. Das ist ein bisschen unübersichtlich. Dann klicke ich hier wieder drauf. Jetzt zeigt er mir nicht an, welcher das ist, aber das ist Inhaltsverzeichnis 2, weil ich im Inhaltsverzeichnis auf der zweiten Ebene bin. Klicke auf Ändern. Kann jetzt mit Einzügen Abstände unter dem Absatz mir ein bisschen Platz schaffen. So, das ist jetzt nicht so schön, weil das jetzt hier auch ist. Und dann nehmen wir das mal wieder zurück. So, wie kriege ich jetzt hier einen Abstand zwischen? Ach ja, ich kann ja den Abstand über das Inhaltsverzeichnis einsetzen. Dann gehe ich zum Inhaltsverzeichnis 1, ändere das da. So, jetzt auf einmal ist das auch nochmal übersichtlicher. Was mich jetzt noch stört, ist hier, dass hier irgendwie kein Abstand zwischen ist. Das ist auch nicht schön. Also Inhaltsverzeichnis. Da müssen wir dann mit der rechten Maustaste in dem Verzeichnis, kriegen wir hier Verzeichnis bearbeiten, kriegen wir wieder dieses Fenster. Und bei Einträgen können wir dann noch ein bisschen hin und her spielen. Hier oben seht ihr so ein bisschen symbolisch die Grobstruktur dieses Eintrags. Also das ist Zeilenanfang, dann kommt die Nummer, dann kommt der Titel, dann diese Pünktchen, diese Trennzeichen und dann die Seitenzahl. Und wir wollen eben ein Leerzeichen haben zwischen der Kapitelnummer und dem Kapiteltitel. Deswegen klicken wir in dieses kleine Feld, fügen ein Leerzeichen ein auf der ersten Ebene. Das gleiche machen wir auf der zweiten Ebene. Klicken auf OK. Und jetzt ist da auch ein gewisser Abstand. Und wir haben, ohne dass wir irgendwie groß Arbeit aufbringen mussten, sofort ein automatisch generiertes Inhaltsverzeichnis. Das heißt, ich habe jetzt innerhalb von einer knappen halben Stunde über zwei Videos euch das Wichtigste, was man zu Formatvorlagen wirklich wissen sollte, gezeigt. Und das wird euch wahrscheinlich in Zukunft bei jeder Arbeit entweder einiges an Arbeit ersparen, weil ihr das eben nicht mehr per Hand machen müsst, oder eure Arbeit einfach aufwerten, weil ihr es bisher nicht gemacht habt und jetzt mit sehr, sehr wenig Aufwand machen könnt, und auf einmal sieht die Arbeit so, so viel schöner aus, und jeder Dozent freut sich, wenn er eine sauber formatierte und gut zu lesende Arbeit bekommt, denn davon lesen die im Semester 20, 50, 100, und jede, die einfach ist zu lesen, und macht es wesentlich angenehmer. Das war's dann auch schon für das zweite Video. Jetzt haben wir dieses Mal noch so ein bisschen typografische Nuancen gemacht und ein Inhaltsverzeichnis generiert und Kopfzeilen erstellt, auch mit ganz, ganz wenigen Klicks. Im dritten Video zeige ich euch dann noch ein bisschen was über Seitenvorlagen und wie ihr eine Titelseite richtig erstellt. Auch zum Beispiel, dass hier oben nicht die Seitenzahl auf dem Titel steht und auch im Idealfall nicht bei dem Inhaltsverzeichnis. Das sind dann noch so Kleinigkeiten, die gerade bei größeren Arbeiten, Bachelorarbeiten oder danach, eure Arbeit nochmal optisch und von der Atmosphäre her den richtigen professionellen Touch verleihen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Könnt mir gerne Kommentare hier bei YouTube oder an den entsprechenden Blogbeiträgen hinterlassen. Ansonsten findet ihr mich wie immer auf digitales-wissenswerk.de, und wir sehen uns dann.